Hallo, mein Name ist Michael Herzog. Ich bin Freifunker aus der Community Recklinghausen und möchte euch in diesem Tutorial zeigen, mit welchen Befehlen ihr euren Freifunkrouter aus der Ferne administrieren könnt. Für dieses Tutorial muss euer Router bereits für den Fernzugriff per SSH konfiguriert sein. Wenn ihr jetzt gerade nur Bahnhof verstanden habt, dann schaut mal in das Archiv der Freifunkthek. Unser letztes Video drehte sich nämlich genau um dieses Thema, Fernzugriff per SSH konfigurieren. Wir machen also direkt dort weiter, wo das andere Video aufgehört hat. Wie wir schon wissen, ist unser Freifunkrouter ein kleiner Computer mit großen Antennen. So wie eigentlich jedes moderne Gerät irgendwie nur ein Computer mit noch was dran ist. Aber das ist eine andere Diskussion. Was ich damit sagen will, ist, dass ich natürlich nicht alles zeigen kann, was mit dieser kleinen Box hier so geht. Weil eben alles geht, was das Linux-Betriebssystem, die CPU und der freie Speicher so hergeben. Verrückt, was? Ich beschränke mich jetzt erstmal auf ein paar Konfigurationsmöglichkeiten, die ihr sonst mit der grafischen Oberfläche macht. Apropos, erinnert ihr euch daran, wie sich die Oberfläche meldet? Genau, als Lucy. Ein Wort zusammengesetzt aus der Programmiersprache Lua und CI für Configuration Interface. Auch hier in unserer Shell sind wir nicht ganz ohne Hilfe. Wir haben nämlich UCI, das Unified Configuration Interface. UCI kennt verschiedene Befehle. Die drei wichtigsten sind Show, Set und Commit. UCI Show zeigt Einstellungen an. Das demonstriere ich mal mit UCI Show Luon-Node-Info. Schon erzählt uns der Freifunkrouter, wo er so steht und wie ich seinen Besitzer erreichen kann. Praktisch. UCI Set ist das Gegenstück dazu und verändert bzw. setzt Einstellungen. UCI Set. Ich kopiere mir den Namen der Einstellung mal mit einem Rechtsklick, da muss ich nicht so viel tippen. UCI set luon-node-info.addowner eckige Klammer auf 0 eckige Klammer zu Punkt Contact gleich Kontakt at freifunk-recklinghausen.de. Zack, hat's funktioniert? Gleich mal mit UCI Show überprüfen. Als Shell-Profi, nicht wirklich, drücke ich die Taste Pfeil nach oben ein paar Mal, bis der Befehl wieder erscheint. Das sind so die kleinen Abkürzungen, die man mit der Zeit einfach mitnimmt. Funktioniert in der Windows-Eingabeaufforderung übrigens auch. Und die E-Mail-Adresse hat sich geändert. Schön! Diese Änderung gilt jetzt erstmal nur temporär. Um die Einstellung permanent in den Speicher zu schreiben, benötigen wir den Befehl UCI Commit. UCI Commit Luon-Node-Info und ab dafür. Einfach, oder? Zumindest einfacher als rauszufahren, den Router einzusammeln, umzukonfigurieren und dann wieder hinzustellen. Jetzt gehen wir mal durch, was uns die Konfigurationsseite von Lucy so anbietet und wie wir das Ganze in UCI aus der Ferne machen. Es beginnt mit dem Knotennamen. Was wir verändern wollen, schauen wir uns erstmal an. So verhindern wir irgendwelche komischen Schreib- oder Syntaxfehler. UCI show system.addSystem in eckigen Klammern 0 Punkt Hostname ist gleich unser Router heißt offensichtlich ff-re-campusfest-buddestre-4900, also hier in Recklinghausen am Campus Fest an der Buddestraße und mein geliebter 4900er. Das ändern wir jetzt UCI set. Dann kopieren wir uns das hier raus. Ganz vorsichtig. Ja, geht trotzdem. Rechter Mausklick. Stimmt alles. Ist gleich. Hochkomma. ff-re-campusfest-buddestraße uplink. Ja. Hochkomma. Und los. Na, hat's geklappt? Müssen wir mal gucken. Nach oben, UCI und so weiter, stimmt. UCI show system at system 0 hostname steht auf ff-re-campusfest-buddestre-uplink. Jetzt müssen wir das noch committen. UCI commit. Enter. Da wir den Namen des ganzen Systems damit geändert haben, reicht ein einfaches Committen nicht aus. Wir müssen den Router neu starten. Da wir jetzt zu cool sind, um zum Router hinzugehen und den Ausschalter zu drücken, sagen wir ihm einfach, dass er sich rebooten soll. Hallo Computer, reboot. Enter.
Jetzt sieht es erstmal so aus, als wäre genau gar nichts passiert. Das liegt daran, dass mit dem Reboot natürlich auch unsere SSH-Verbindung zu dem Freifunkrouter abgebrochen ist. Putti wird das gleich irgendwann selbst merken. Na, muss ich wieder anfangen zu summen? Na, da ist die Meldung. Network Error Software Caused Connection Abort. Sprich, Freifunkrouter meldet sich nicht mehr. Ich muss mich wieder einloggen mit dem Key und zack. Da sehen wir die Änderung doch schon. Root at ff-re-campus-fest-budestre-uplink. Ha, hat offensichtlich geklappt. Weiter geht's mit den Einstellungen rund um das Thema Mesh VPN, also die Bereitstellung eines Internetzugangs. Ist natürlich klar, dass ihr auch über UCI konfigurieren könnt, wie und ob überhaupt eine Internetverbindung an dem Router mitgenutzt wird. Dazu lassen wir uns erstmal anzeigen, was der Router hier macht. Das machen wir mit UCI show fastd.mesh-vpn. Okay, das gucken wir uns mal an. Jede Menge technischen Einstellungen. Da steht's. Fastd Mesh VPN enabled steht auf 1. Also in Computersprache wahr oder ja. Der Router benutzt meine Internetverbindung mit. Jetzt möchte ich aber, dass er das nicht mehr macht. Also kopiere ich mir das hier wieder raus. Fastd Mesh VPN enabled und sage UCI set rechte Maustaste gleich 0. Das lassen wir uns jetzt wieder mit UCI show anzeigen. Fastd Mesh VPN enabled steht auf 0. Also falsch, false oder ausgeschaltet. So, committen tue ich das jetzt nicht, weil sonst würde ich hier gleich ein paar Router in der Nachbarschaft vom Internet trennen. Deswegen setze ich das jetzt erstmal wieder auf 1. Okay. Um daran rumspielen zu können, habe ich uns einen Testrouter vorbereitet, mit dem ich mich jetzt mal verbinde. UCI show fastd.mesh-vpn. Das sieht so ähnlich wie vorhin aus, nur dass fastd mesh vpn enabled auf 0 steht. Der Testrouter ist also im Moment nicht dafür konfiguriert, sich mit dem Internet zu verbinden. UCI set. Das kopiere ich mir hier raus, damit ich mich nicht wieder vertippe. Enable gleich 1. UCI commit fastd, das ist der eine Teil. So, um die verschlüsselte Verbindung mit dem fastd herzustellen, brauchen wir natürlich auch Schlüssel. Dazu müssen wir dem fastd einmal sagen, dass er den Schlüssel generieren soll. Das geht so. /etc/init.d/fastd --generate-key und zwar für mesh-vpn. Zack. Okay, zur Sicherheit lassen wir uns nochmal alles anzeigen. Sieht genauso aus wie bei unserem normalen Router, nur halt eben mit einem anderen Schlüssel. Und dann aktivieren wir die ganze Sache mit einem Reboot. So, jetzt habt ihr es einmal gesehen, jetzt machen wir weiter mit unserem anderen Router. Und da sind wir wieder auf dem FFRE Campus Fest Budestre Uplink. So, weiter geht's mit den Bandbreitenbegrenzungen. UCI show luon-simple-tc. Example interessiert uns nicht, sondern das mesh-vpn. Eine Bandbreitenbegrenzung ist im Moment ausgeschaltet, deswegen steht da auch enabled gleich 0. Das ändern wir jetzt. UCI set, kopieren, enabled gleich 1. UCI show, okay, enabled gleich 1. Im Moment gelten noch die Standardwerte. Aber die ändern wir jetzt. UCI set ingress für den Downstream, also wie viel Runterladekapazität ihr verwenden könnt. 5000 für 5 Mbit. Ich habe ja schließlich nur eine 16 Mbit Leitung. Und das gleiche machen wir auch mit egress. Das ist der Upload. Den begrenzen wir mal auf 1000 ist doch schick. So, und nochmal anzeigen.
Das sind die neuen Einstellungen. Enable gleich 1. Downstream ist auf 5 Megabit begrenzt und Upstream ist auf 1 Mbit begrenzt. Okay, und committen. Nee, oder auch nicht, weil ich finde nämlich solche Begrenzungen doof. Deswegen mache ich das Ganze wieder rückgängig. Wo war's? Und setze Enabled auf 0. Okay, der nächste Block ist, was der Router denn so über sich erzählt und ob er überhaupt was über sich erzählen darf. Das kennen wir doch schon von vorhin. UCI show luon-node-info. In der Tat, da haben wir die Geolocation und den Eigentümer des Routers. Wir fangen mit der Geolocation an, also mit dem Aufstellungsort des Routers. Ich möchte jetzt nicht mehr, dass meine Location ausgeplaudert wird, also setze ich den Punkt Share Location, das kopiere ich hier mir mal raus, auf 0. Falsch. Nada, niet. Und wieder zurück auf 1, denn ich will ja, dass der Router seine Position ausplaudert. Aber vielleicht will ich ja den Breitengrad und den Längengrad anpassen. UCI set latitude klingt nach Breitengrad. Wenn das okay für euch ist, dann schaue ich jetzt nicht eine ganz neue Location nach. Ich verändere einfach eine Nachkommastelle. 51, 62, 100 und die 2. Das gleiche mache ich auch mit dem Längengrad. UCI set. Longitude kopiere ich mir komplett raus und ändere dann die letzte Nachkommastelle auf 6. Okay, das hat jetzt mein Router nur ein paar Zentimeter auf der Karte verschoben. Das kann ich committen. UCI commit. Aber jetzt haben wir ja noch den Owner, den wir ganz am Anfang schon mal angepasst haben. Naja, man lernt ja durch Wiederholung. Also markieren wir uns das auch schon mal. UCI set, rechte Maustaste, gleich, naja, setzen wir es einfach auf den Anfangswert zurück. Hallo, @, das kann ich mir auch rauskopieren, freifunk-recklinghausen.de. Und nochmal anzeigen, okay, UCI commit. Okay, und damit haben wir sowohl den Aufstellungsort als auch den Kontakt geändert. Was kann ich euch denn noch zeigen? Ja, die Auswahl ist ja groß genug. Ich meine, alleine die Netzwerkeinstellungen. Ihr könntet die SSID ändern, falls euch Freifunk nicht gefällt, den Kanal ändern. Ihr könntet die Sendestärke ändern, was verboten ist, wenn euer Router ein bisschen zu stark funken kann. Naja, der Auto-Updater ist zum Beispiel noch interessant. UCI show autoupdater.settings. Hier sehen wir unter Enabled, Auto-Updates sind an und ich bin ein bisschen risikofreudig. Mein Router nimmt Beta-Updates an. Das seht ihr bei Auto-Updater, Settings, Branch, gleich Beta. Jetzt bin ich nicht ganz so mutig und möchte dann doch nur die ganz finalen Versionen der Firmware haben. In dem Fall könnte ich sagen UCI set. Das kopiere ich mir wieder raus. Auto-Updater Settings Branch ist gleich stable. Okay. Anzeigen und UCI commit. Wenn der Router jetzt nach Updates guckt, wird er jetzt nur noch die stabilen finalen Firmware-Versionen entgegennehmen. Wo wir jetzt schon einmal auf der Shell sind, müssen wir natürlich nicht darauf warten, dass der Auto-Updater mal Lust hat, nach Updates zu gucken. Wir sagen ihm einfach, dass er jetzt gefälligst abzudaten hat. Dazu rufen wir den Auto-Updater direkt auf. Auto-Updater-F. No matching firmware found. Naja, das liegt sicher daran, dass der TP-Link 4100 ein bisschen exotisch ist. Aber so würde es gehen. Ich würde sagen, das ist ein guter Punkt, um erstmal Schluss zu machen. Ich könnte euch natürlich noch stundenlang irgendwelche Befehle vorlesen, das macht in einem Videotutorial aber nur begrenzt Sinn. Wenn ihr eine spezielle Aufgabe habt, die die Shell für euch lösen soll, schaut in eines der Freifunk-Wikis oder fragt im Freifunk-Forum um Schützenhilfe. Die Community beißt nicht und wenn, dann nur ganz sanft, aus pädagogischen Gründen. Also bis dahin, viel Spaß und danke, dass ihr bei Freifunk mitmacht.